wir sind in einer Musterwohnung in Berlin-Marzahn, die wir ausgerüstet haben. Das heißt, wir sind die OTB, die Orthopädie-Technik Berlin, die Technische Hochschule Wildau und insgesamt etwa knapp 50 Partner aus dem technischen und nicht-technischen Bereich, die hier alle mitgewirkt haben. Ja, das geht eigentlich von den klassischen Sachen, das heißt Hilfsmittel für Behinderte, für ältere Leute, über Wohnaccessoires. Zum Beispiel haben wir hier einen Teppichboden, über den ich gut mit einem Rollator fahren kann, der sich dann nicht aufschiebt. Wir haben Pflegebetten, die man sich angucken kann. Wir haben im Bad eine ganze Menge Hilfsmittel. Wir haben aber auch technische Hilfsmittel. Das heißt, die Wohnung ist vernetzt und kann eben auch Informationen nach draußen geben. Und wichtig ist, die Wohnung selber kann auf mich aufpassen. Ja, das ist ein Thermostat, der hängt in jedem Raum. Und dieses kleine Kästchen, das registriert jetzt durch einen Bewegungsmelder, wann sich jemand im Raum befindet, wann dieser Raum benutzt wird. Und da stellt auch ein Profil für jeden Tag separat. Und wenn dann klar ist, es befindet sich niemand im Raum für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel am Montag immer, wenn ich zum Sport gehe, ist für 3 Stunden niemand da, dann senkt das Kästchen automatisch die Temperatur in dem Raum ab. Es wird aber nicht abgedreht, sondern nur abgesenkt um maximal 4 Grad und so kann ich eine ganze Menge Energie sparen. Sowohl das Kästchen an der Wand als auch die Thermostatventile kommen völlig ohne externen Strom aus. Das heißt, sie erzeugen ihren Strom selber. Das Kästchen durch ein kleines Solarmodul und die Thermostatventile erzeugen ihre Energie durch die Temperaturdifferenz zwischen der relativ kühlen Außenluft, so gut 20 Grad, und dem warmen Wasser, was etwa mit gut 60 Grad durch die Leitung läuft. Ja, der Hauptunterschied ist, Google Nest überträgt die Daten an einen zentralen Server, der steht bei Nest, das heißt, alle Daten sind bei Nest, sind draußen. Hier ist es so, dass alle Daten in der Wohnung bleiben, da wird gar nichts rausgegeben. Nest, also Google einmal, möchte natürlich Daten sammeln, deswegen ist es für Google wichtig, dass diese Daten zentral gehalten werden, weil ich natürlich auch viel über das Verhalten der Menschen in der Wohnung sehe. Auf der anderen Seite ist es so, dass in Amerika auch die Energieversorger mit eingestiegen sind in diese Lösung. Und dadurch, dass die abends immer besondere Energiespitzen haben, hauptsächlich auch durch Heizen, durch Kühlen der Wohnung, versuchen die, diese Energiespitzen auf eine längere Zeit zu verteilen. Und das machen sie, wenn sie eben wissen, wann kommt ein Bewohner wieder, indem sie eine Wohnung im Sommer zum Beispiel vorkühlen und dann, wenn der Bewohner kommt, dann ist vorher die Hauptenergie verbraucht worden. Und wenn der Bewohner wiederkommt, dann ist die Temperatur da, die er haben will, die nur noch gehalten wird. Und somit können die Energieversorger die Energie verteilen. Wenn die Bewohner das mitmachen, dann bekommen sie ihren Strom günstiger. Das wird hier in Deutschland noch nicht gemacht. Das ist natürlich tatsächlich ein Grund, auch die Daten rauszugeben. Die Energieversorger sind hier ein bisschen konservativer. Also hier ist die Idee noch nicht da, dass man so viel sparen kann durch die Vielzahl der Haushalte. Aber die Vielzahl der Haushalte, die alle eben immer abends bestimmte Geräte anmachen, sind in der Gesamtheit doch schon eine ganze Menge. Das heißt, ich glaube selber, dass man da viel sparen könnte. Ja, wir haben auch eine Möglichkeit, Daten rauszugeben, die in der Cloud verarbeitet werden. Da haben wir mehrere Sensoren angeschlossen. Das ist zum einen ein Fenstergriff. Dieser Fenstergriff hat viele Sensoren drin, der zeichnet die Temperatur auf, die Helligkeit, die Luftfeuchtigkeit, hat einen Erschütterungssensor, das heißt, wenn jemand versucht einzubrechen, kann auch Alarm gegeben werden, hat noch einen Lagesensor, damit ich weiß, ist das Fenster offen oder nicht. Diese Informationen, die werden alle rausgegeben, kann ich zum Beispiel sehen, lüftet jemand regelmäßig, kann daraus ein Profil erstellen. Dann haben wir auch noch einen Sensor am Kühlschrank, der ebenfalls Daten mitliefert. Dann haben wir auch noch ein Mikrofon in der Küche. Das ist eigentlich eine ganz tolle Idee. Dieses Mikrofon zeichnet nichts auf, sondern zeichnet nur die Lautstärke auf, also Dezibel. Und so können wir sehen, wann ist in der Küche was los. Und allein durch diese Daten
Also Kühlschranköffnung, Küche, wann ist da was los und was ist mit den Fenstern, was passiert da, haben wir schon eine ganze Menge Informationen über die Wohnung. Können ein Profil erstellen, das wird wirklich in der Cloud erstellt über KI, über künstliche Intelligenz. Und dann können wir sehen, ob da jetzt Unterschiede sind. Das heißt, jemand, wo eigentlich immer morgens um 8 in der Küche was los ist, da passiert jetzt bis 9 Uhr, 10 Uhr nichts, dann kann von dem Rechner eine Information gegeben werden an den zuständigen Pflegedienst zum Beispiel oder auch, wenn es erlaubt wird, an Bekannte oder an die Familie und die können dann mal anrufen und gucken, was eigentlich los ist. Was heißt originelles Beispiel, da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, aber aus dem Smart-Home-Bereich. Also angenommen, du hast ein Fenster, ein Dachfenster und das ist ausgestattet mit Sensoren und Aktoren. Dann ist das Fenster zum Beispiel in der Lage, den CO2-Gehalt zu messen oder Feuchtigkeit zu messen. Wenn das Fenster dann feststellt, okay, es regnet, es ist nass, verarbeitet es quasi diese Information und gibt es an einen Aktor weiter und der sorgt dafür, dass das Fenster geschlossen wird, automatisch, ohne dass du was machst. Wenn du dann aber noch sagst, okay, ich verbinde das Fenster jetzt mit dem Internet, dann könnte sich das Fenster quasi selbst informieren und auf den Wetterbericht gucken und sagen, okay, heute Nachmittag soll es regnen, dann machen wir doch vorsichtshalber schon mal die Fenster zu. Ne? Also das ist jetzt das Internet der Dinge und das muss man sich jetzt vorstellen für jegliches Objekt, was uns umgibt. Also es gibt aktuelle Prognosen, wo man davon ausgeht, dass in Zukunft wirklich jegliche Objekte, die uns umgeben, eine eingebettete Intelligenz quasi haben. Und dann ist die Frage, wie nutzt man das eigentlich für die Menschen auch? Ne? Oder ein intelligenter Teppichboden. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema im Bereich Ambient Assisted Living. Ne? Also ich hatte mal mit einer Firma zu tun, die machen so ein Sensornetz unter den Teppichboden. Und da kann man dann feststellen, ob zum Beispiel ältere Personen gestürzt sind oder solche Geschichten. Ne? Oder ob Einbrecher gerade durchs Fenster geklettert sind und lauter. Oder welche Fluchtwege auf einem Schiff überfrachtet sind, wo die Personen sich aufhalten. Ne? Also da gibt es schon ganz abgefahrene Szenarien, die man da in Zukunft mit verwirklichen könnte. Also mit der Frage habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich glaube fast, die Strahlung übers Handy, Smartphone ist krasser, als wenn ich jetzt eine Waschmaschine habe, die gelegentlich ins Internet funkt oder andersrum. Weil gerade im Bereich Smart Home ist es ja auch so, diese Geräte funken nicht permanent, sondern eigentlich nur dann, wenn eine Übertragung sinnvoll ist. Also es kann sein, da passiert den ganzen Tag nichts, nur wenn es dann eben regnet. Und das geht auch oftmals über ganz andere Netze, also manchmal kabelgebunden, aber es geht natürlich auch per Funk, je nachdem, welche Technologie man einsetzt. Das ist ein super wichtiges Thema. Und das ist auch ein Thema, was ich in meiner Dissertation unbedingt weiter ausbauen möchte, weil das ein absolutes Zukunftsthema ist. Damit muss man sich einfach beschäftigen. Weil wenn dann alles irgendwie mit dem Internet verbunden ist, bietet es Hackern Tür und Tor, aber auch anderen Firmen, Menschen, die Daten missbrauchen möchten oder dann können. Und deswegen ist das ein Thema, mit dem man sich unbedingt auseinandersetzen möchte. Und das ist mir persönlich auch ein Anliegen, dass man sich jetzt schon mit solchen Fragen beschäftigt und überlegt, wie könnte man IT-Infrastrukturen aufbauen, die eben genau sowas vorbeugen. Ja, der normale Geschäftszweck einer Lohnzersparnung oder einer Firma im Maschinenbau ist ja, Maschinen herzustellen oder eben Späne zu machen. Und da sind die meisten Firmen auch nicht schlecht drin. Das ist ja ihre Profession. Da werden zum Beispiel, wenn es in der Lohnzersparnung ist, da werden dann auch die neuesten Maschinen angeschafft, da werden die besten Werkzeuge, der beste Bohrer, der beste Fräser benutzt und so weiter. Aber bei dem ganzen sonstigen Drumherum, da läuft es genauso ab wie vor 100 Jahren. Und das ist wirklich keine Übertreibung.
abstrakt gesprochen hat dort keine Entwicklung stattgefunden bei vielen Filmen. Es gibt natürlich Spitzenreiter in der Branche, die auf der Höhe der Zeit sind, aber bei den meisten ist es eben so, da werden Aufträge per Fax entgegengenommen. Es gibt überhaupt keine 3D-Modelle, es wird alles nur mit 2D-Zeichnungen gemacht, wo ich jetzt aber gleich nochmal kurz einschieben muss, die sind aber unersetzbar, also die braucht man unbedingt immer, also das 3D-Modell ist nur die Zusatzinformation, aber die ist heutzutage auch oft sehr wichtig und auch was die ganze Verwaltung angeht, die Aufträge also anzunehmen, die Aufträge zu verwalten, die Rechnung zu schreiben, die Lieferscheine zu schreiben, da wird in sehr, sehr vielen Filmen wirklich gearbeitet wie vor 100 Jahren. Also vor 100 Jahren hat man Karteikarten genommen, hat die per Hand beschrieben. Und wenn man das abstrakt betrachtet, gibt es jetzt also zu dem heutigen Stand in vielen Filmen keinen Unterschied. Wir nennen das immer gerne eine sogenannte Scheindigitalisierung. Die denken, die haben es digitalisiert, weil dort ein Computer steht. Die haben aber nichts weiter gemacht als die Karteikarten, die sonst per Hand beschrieben wurden, haben sie dann irgendwann in den 60er Jahren mal angefangen, mit der Schreibmaschine zu beschreiben. Dann kam in den 80ern eine digitale Schreibmaschine, wo man vielleicht auch schon mal löschen konnte. Dann haben die jetzt Mitte der 90er oder so, oder jetzt spätestens in den 2000er Jahren, da einen Rechner hingestellt und Word drauf installiert und Excel drauf installiert. Jetzt wird die Karteikarte eben mit Word ausgefüllt, aber es, bis auf das Tastengeräusch oder dass man keinen Kugelschreiber mehr braucht, gab es keine wesentliche Änderung. Vorher wurde die Karteikarte ins Karteiablageschrank sozusagen abgelegt oder so und jetzt wird sie auf dem Computer gespeichert. Aber es ist kein wesentlicher Unterschied. Was für uns ein wesentlicher Unterschied ist, ist, dass Daten und Informationen wirklich, wie der Name es ja auch sagt, Datenverarbeitung, wirklich verarbeitet werden. Und nicht nur wie auf einer Karteikarte einfach vorgehalten werden, abgeheftet werden und nachher wieder rausgeholt werden. Dann wird der Lieferschein geschrieben, da werden diese Daten einfach genau nochmal abgetippt. Dann wird später, eine Woche später, die Rechnung geschrieben, da werden diese Daten wieder abgetippt. Erstmal dauert das lange, das ganze Abtippen, aber was das Allerschlimmste ist, das ist in unserer Branche so, das geht sehr viel um Zahlen und Daten hier und da passieren zu viele Fehler, wenn das abgetippt werden muss. Also es ist gar nicht so das Problem, dass das so lange dauert, sondern einfach, dass die Fehleranfälligkeit zu hoch ist, weil die Fehler sind am allerteuersten. Also wenn man ein bisschen länger braucht, ist es nicht so schlimm, wie wenn man Fehler macht. Und die richtige Form der Digitalisierung oder der Datenverarbeitung wäre aber, man pflegt diese Daten einmal ein und ab dann sind die da. Und man hat die per Knopfdruck und kann per Knopfdruck einen Lieferschein erzeugen, per Knopfdruck eine Rechnung erzeugen und so weiter. Das hört sich jetzt sehr banal an, aber der Maschinenbau ist, sag ich mal, traditionell, ist sehr traditionell geprägt und diese Lohnzersparnung. Und es ist leider so, dass das in vielen Betrieben noch immer so ist. Rings um die eigene Fertigung wird zwar was gemacht, da werden zum Beispiel die Programme für die Maschinen, also für ein Bearbeitungszentrum oder für eine Drehmaschine, die werden auch teilweise schon am Computer erzeugt, diese Programme mit auch den neuesten Programmen und so weiter. Aber dann ist es so, dass diese Programme teilweise ausgedruckt werden auf Papier und in dieser Art archiviert werden. Und das sind dann 3-4 Seiten ganz eng geschriebene Code und die Leute fühlen sich nicht vor Augen, dass das keine Art der Sicherung ist, weil wenn es zum Datenverlust kommt, dann setzt sich niemand hin, weil das viel zu teuer wäre und schreibt diesen Code ab. Und selbst wenn einer das abschreiben würde, da sind mindestens bei 4 Seiten, die abgetippt werden, sind mindestens 4 Fehler drin. Und dann ist das komplett unwirtschaftlich. Also das haben wir immer wieder gesehen, auch so, wenn wir mit Kollegen sprechen, dass eben an einigen Stellen was gemacht wird. Es wird aber nicht ganzheitlich betrachtet und vor allen Dingen, es gibt immer wieder diese Medienbrüche. Wie ich ja gesagt habe, der Auftrag wird angelegt in dem einen System, sei es jetzt eine Karteikarte oder was weiß ich, und im anderen System, meinetwegen Word, wird die Rechnung geschrieben und da ist aber keine Verbindung. Da ist ein Medienbruch und der darf einfach in der heutigen Zeit nicht sein. Also zum Beispiel kennen wir Firmen, die haben immer den Lieferschein immer mit Excel gemacht und die Rechnung mit Word. So, jetzt wäre es das Einfachste gewesen, einem, sag ich mal, Studenten oder irgendjemand, der sich damit auskennt, 200 Euro in die Hand zu drücken und so ein Makro zu schreiben. Das kann man in Office ja machen, um die Daten eben von dem einen Programm in das andere zu schieben. Und da hat man einmal 200 Euro investiert und wenn es 1000 sind. Aber das amortisiert sich ja nach 3-4 Monaten, weil einfach so viel Arbeit und so viele Fehler eingespart werden.